Oh, du bist besser als Bianca. Hast du vom laufenden Baum gehört? Benetzt du ihn mit einer Schigikanne, greift er an. Aber da du ja einige Orden hast, sollte es kein Problem sein. Wir halten eine Schigikanne. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge Pokémon Silber. Und ja, das war gewollt, dass wir hier diese Folge anfangen. Denn wir brauchen diese Schigikanne, um überhaupt weiterzukommen. La 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 la, da hast du Wasser, mein Hübsches. Ja, yep. Mehr brauchen wir nicht. Einfach hier rein in das Haus, mit der Dame sprechen, nachdem ihr Bianca besiegt habt. Und dann kriegt ihr eine Schigikanne. Ja, jetzt können wir ganz gechillt rüberfahren. Aber bevor wir hier einfach die Abkürzung nehmen, möchte ich euch noch ganz kurz am Tageslicht den Nationalpark zeigen. Wie gesagt, ich liebe den Nationalpark und er ist einfach schön. Und deshalb möchte ich das einfach nochmal zeigen, bevor wir dann gegen diesen Baum kämpfen. Also ja gut, der Nationalpark besteht eigentlich nur aus diesem großen... Ja, da unten ein paar Bänke und hier halt ganz viel Gras und in der Mitte so ein großer Brunnen. Ist halt geformt wie ein Pokéball, dieser Ort hier. Wo ich gerade bin. Da unten bei den Bänken halt nicht, aber hier schon. Das ist anderes Gras, damit das so wirkt wie ein Pokéball, weil damit oben und unten die Seiten anders farbig sind, auch wenn das oben auch grün ist. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und ja. Let's go. Werden wir jetzt den Baum ansprühen. Anscheinend soll er dann sehr sauer sein oder so. Ja, wir müssen oben ein bisschen leveln. Ich muss mal überlegen, für wen brauchen wir eigentlich eine Arena? Ich glaube, es ist eigentlich egal, aber... Obwohl, ich glaube, oh, das klingt sogar ganz gut in der Arena. Na, ist auch egal. Werden wir noch sehen. Das ist ein merkwürdiger Baum. Möchtest du die Schigikanne benutzen? Ja, klar. Mike benutzt Schigikanne. Der merkwürdige Baum mag die Schigikanne nicht. Der merkwürdige Baum greift an. Da ist der Kampf gegen merkwürdiger Baum, a.k.a. Mogelbaum. Der Mogelbaum. Ja, guckt es euch an. Was ein seltsamer Sprite in Silber. Sehe ich gerade tatsächlich zum ersten Mal. Das sieht so bescheuert aus. Aber das Ding, es sieht vielleicht aus wie ein Baum, aber es mag ja Wasser nicht. Und normalerweise Bäume, da denkt man ja, ein Baum ist bestimmt Typ Pflanze, vielleicht auch Boden oder so. Aber das Ding ist, ja, vielleicht ist es sogar Boden. Ich habe es gerade vergessen. Auf jeden Fall ist es anfällig gegen Wasser. Ich habe wirklich den Typen vergessen. Heißt, Flamesack wäre einfach nur Selbstmord. Und welchen Level ist das? 20. Ja, dann versuche ich meine Elektroattacke. Obwohl, warte, ist das Boden? Oh Gott, wenn es jetzt Boden ist, bin ich am Arsch. Ich habe gar nicht geheilt, merke ich gerade. Hätte ich eben machen können. Nein, es ist nicht Boden. Glaube ich, sonst hätte ich ja jetzt nicht getroffen, oder? Wie auch immer, ist auf jeden Fall Gestein, das weiß ich. Weshalb er die Wasserschwäche kommt. Ich dachte früher immer, Mogelbaum wäre Typ Pflanze oder sowas. Aber macht ja keinen Sinn. Pflanzen-Pokémon haben ja absolut keine Schwäche gegen Wasser. Das ist nicht in Ernst. Nein, nein, bist jetzt nicht Donnerschock. Ah, er hat so erlernt, okay. Soll ich ihn fangen? Ich meine, das ist gerade perfekt. Nee. Kein Bock. Bye, bye. Und das war der Kampf gegen den merkwürdigen Baum. Oh, wohl, der reicht Level 16. Huhu. Ja. Und jetzt können wir nicht nur nach links weiter, sondern auch nach rechts. Wenn wir nach rechts gehen, kommen wir jetzt zurück nach Viola City. Wenn wir jetzt gucken hier auf dem Schild. Route 36. Dieser merkwürdige Baum ist spurlos verschwunden. Ach, der Baum war in Wirklichkeit ein Pokémon? Ja, war kein echter Baum. Hat sich nur getarnt. Hast du diesen seltsamen Baum weggeschafft? Ich bin beeindruckt. Ich möchte dir dies geben. TM08. Dankeschön. Und was macht TM08? Das ist der Zertrümmerer. Oh, das ist eine VM. Oder? War das in dieser... Ich glaube, das ist keine VM, weil es optional ist.
Ja gut, in schwarz-weiß war aber auch Surfer optional. Nein, ist auch egal. Wollen wir jetzt nicht drüber diskutieren, ob irgendwelche VMs optional sind oder nicht. Damit kannst du Felsen mit einem einzigen, gut gezielten Schlag zertrümmern. Sind dir irgendwelche Steine im Weg, dann zertrümmere sie einfach. Obwohl, mir fällt gerade auf, vielleicht in der Siegelstraße könnte das nötig sein. Ach, keine Ahnung. Wir müssen es auf jeden Fall irgendwem beibringen. Aber warum ist das dann keine VM? Zertrümmerer? Verwechsel ich das gerade, oder? Kann das denn überhaupt erlernen? Amphi, Flamesack, Paras. Ja, am besten Paras, ne? So. Das ist unsere VM-Sklave. Für eine Weile. Bis wir halt die VMs nicht mehr brauchen. Aber die werden wir noch sehr lange brauchen, also circa das ganze Spiel über. Heißt, ich muss hin und wieder einfach mal ein Teammitglied raustun aus dem Team, damit ich halt eine VM-Sklave habe. Also nicht wundern, wenn ich manchmal, wenn ich dann später 5 oder 6 Pokémon habe, dass ich dann hin und wieder mal ein paar Pokémon austauschen muss. Tipps für Trainer! Setze den Schaufler ein, um an den Eingang eines Ortes zurückzugelangen. Das ist sehr nützlich beim Erkunden von Höhlen und anderen Umgebungen. Moment. Hapsi. Verdammt, ich hab Hapsi! Komm, lass uns kurz Hapsi abgeben, merke ich gerade. Das macht gerade sehr viel Sinn. So, ihr seht hier, das ist Viola City. So, und der Typ, der das Hapsi will, ist direkt hier drüben. Hier einfach, zack. Und wie auch immer man das mit dem Fahrrad machen kann. Wir können eh hier rüber mit dem Zertrümmer, Zerschneider. Und dann mit dem reden, der müsste es sein. Hä? Was ist? Du hast einen Brief für mich? Mike übergibt das Pokémon, das den Brief trägt. Mal sehen. Die Dunkelhöhle führt zu einem anderen Weg. Gut zu wissen. Danke, dass du mir den Brief brachtest. Mein Freund ist ein echt netter Mensch, genau wie du. Ich möchte mich bei dir dafür arrangieren. Ich hab's. Ich möchte dir das hier geben. TM50. Ich hoffe, das lohnt sich, mein Freund. TM50 enthält Nachtma. Oh, das ist eine gute Attacke. Dies ist eine geheime Attacke. Ach, gemeine oder geheim? Egal. Die einem schlafenden Gegner kontinuierlich KP abzieht. Ach so, ist das Traumfresser oder was? Das ist fies. Ich möchte nicht schlecht träumen. Oh. Ja, ist halt sehr gut mit Geister-Pokémon. Problem ist nur, wie viele Geister-Pokémon gibt es in Gen 2? 4 Stück. Wollt ihr wissen, welche? Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann könnt gerne nachschauen. Es gibt wirklich nur 4. Es gibt Nebulak, Alpollo, Gengar und Traunfugil. Traunfugil ist das einzig Neue. Das sind die einzigen Geist-Pokémon in Gen 2. 4 Stück. In Gen 1 gibt es auch nur 3. Und es gibt nur 4. What the frick, Nintendo, Alter. Gen 3 fixt ja so einiges. Ach komm. Ganz ehrlich, ich frage jetzt noch einmal zurück, weil ich will mich jetzt wirklich heilen. Das geht mir jetzt ein bisschen auf den Sack. Hallo Mike, hier ist Gudrun. Wie stehen die Dinge? Willst du kämpfen? Ich weiß nicht mal, wer das war, der Gudrun. Aber egal. Ist gar nicht wichtig. Denn wir werden ihn einfach ignorieren. Genauso wie ich das jetzt in Zukunft immer machen werde mit den Calls, weil niemand juckt's. Findet ihr das, wenn ihr auf Discord irgendwie beschäftigt seid, habt euch auf beschäftigt gestellt und trotzdem kriegt ihr Anrufe. Und dann wundern sie sich, hey, warum nimmst du nicht an, Alter? Ist voll wichtig gerade. Digga, ich bin auf beschäftigt. Weißt du, was beschäftigt heißt? Wenn ich auf beschäftigt bin, heißt das, ich bin... Pass auf. Beschäftigt. Wow. Schon krass. Oder ich habe einfach keinen Bock auf Calls. Das kennen bestimmt viele von euch. Gut, aber diese Leute, die dann keinen Bock auf Calls haben, stellen sich dann eher auf Offline statt auf beschäftigt. Aber ist ja auch egal. Lass uns wieder zurück zum Pokémon abschweifen. Let's go. So, wir sind hier auf dieser Route. Diese Route führt zur nächsten Stadt. Man kann hier nach links. Nach links geht's weiter. Aber ich möchte mich kurz nach rechts begeben. Ja, jetzt der Grasbüschel. Es ist Pokémon. Was wundert mich das? So. Können wir heute in der Folge schon die Arena? Ne, ich glaube, wir können erst in der nächsten Folge Arena machen. Ey, was heißt hier Flucht gescheitert? Du machst mir so viel.
Ich war gerade heilen, ne? Ich war... Vor wie vielen Minuten war ich heilen? Gerade mal eine Minute ungefähr? Verbrennen! Ab auf den Grimmel dir! Ich werde dich mit voller Wut vernaschen, mein Freund. Okay, reicht jetzt. So, dann kommen wir an dieser Stelle hier. Mit drei Bäumen. Der wird noch richtig sein, dieser Ort, glaube ich. Obwohl, nein, ich glaube... Oder? War es in diesem Spiel oder in Crystal, wo dieser Ort wichtig wird? Ich weiß es halt gerade wirklich nicht. Was? Moment, was? Der Beutel ist voll? Oh, Gen 1 und 2 kann der Beutel noch voll sein. Oh Gott, ist das Bullshit. Ja, komm, schmeiß diese... Ja, obwohl... Was hab ich denn alles? Brauche ich Wundersaat überhaupt? Ja... Ich brauche Apricocus eigentlich eh nicht, weil ich die eh nie benutzen werde. Aber wir können ja mal die Flinkklaue jemanden geben. Wer ist denn hier langsam von euch? Hätte ich jetzt auf die Sets geschaut. Ach komm, warte, bevor ich das mache. Schauen wir mal auf die Sets. Wen können wir denn eine Flinkklaue geben? Weil Flinkklaue ist echt gut. Wer ist denn von euch nicht so schnell? Okay, warte. Init. 52. Okay. 28 ist langsam. Du bist aber noch langsamer. Wirst dich aber noch entwickeln. Du zwar auch. Aber... ich glaube, Amphi hat es einfach ein bisschen nötig. Weil Amphi soll halt immer als erstes eingreifen. Das ist so. Das ist für mich wichtig. So. Trägt Amphi jetzt ein Item. Flamesack hätte jetzt geil die Holzkohle haben können, aber ich habe kein Geld. Ist ja auch nicht so schlimm. Ich meine, das Spiel ist nicht schwer. So, aber ich muss ganz kurz. Ah, ne, so funktioniert das ja nicht. Ich muss ja ganz kurz mein Pokémon heilen, weil ich es noch brechen kann. Und da wollen wir natürlich nicht komplett geschwächt gegen kämpfen. Oh Gott, ich bin so... Was ist mit meinem... was ist hier los, Alter? Ist absolut nichts sortiert. Oh Gott. Echt nur die Dinger? Habe ich gar keine Tränke mehr? Null? Nichts? Das gibt's doch nicht. Als ob ich wirklich gar keine Tränke mehr habe. Das glaube ich nicht. Was? Na komm, dann radeln wir nochmal zurück zur Stadt. Juhu! Oh, nein, nein. Danke, er hat Brüller eingesetzt. Ich wollte gerade sagen, mit verbrennenden Pokémon nicht, weil du bist effektiv gegen mich. Aber hat er nicht gemacht. Yay. Yay, 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 yay. Ich hoffe, die Folge ist heute nicht allzu seltsam. Was? Fahrradladen? Hi Mike, unsere Fahrradverkäufe brechen alle Rekorde. Das verdanken wir nur dir, weil du mit unserem Fahrrad herumgefahren bist. Als Dankeschön darfst du das Fahrrad behalten. Herzlichen Dank. Was? Wir haben jetzt einfach ein Fahrrad geschenkt bekommen? Supi, jahu. Als ob ich es nicht wüsste. Wuhu. So, was hat... Ach, nur dran. Ja, ich brauche halt keine Tränke. Gib mir ein paar Stück. Wir sehen uns gleich wieder. Ich gehe mal kurz an den PC und lager ein paar Items. So, mein Freund, da bin ich wieder. Jetzt habe ich aber auch Platz. Das sind zwar nur normale Tränke, aber wir können in der nächsten Stadt gleich dafür was Besseres kaufen. Und ja, ich habe jetzt endlich mal die Gelegenheit genutzt, mein Pokémon zu heilen. Statt es jetzt da verrotzen lassen. Hört sich so schlimm an. Ist aber egal, denn wir fahren jetzt durch die ganze Stadt. Yeah, let's go. Kampf gegen die beiden. Nora und... Yo. Yo und ich arbeiten immer zusammen. Okay. Yo. Wer nennt sein Kind Yo? Oder Joe? Sind das Joe? Nee, es ist ein Mädchen. Gibt es weibliche Joes? Wow, Pipi. Muss mir nicht gleich den Mittelfinger zeigen. Ey, das sieht aber wirklich so aus, als würde ich mir den Mittelfinger zeigen, oder? Oder bin das gerade nur ich? Soll wahrscheinlich einfach nur Metronomen darstellen, aber trotzdem. Aber wir haben Superschall. Das ist perfekt. Das sollten wir für immer behalten, denn das macht Verwirrung hundertprozentig.
So, und jetzt greifst du hoffentlich selbst an. Nein, leider nicht. Zugabe. Nein, keine Zugabe hier. Ich wechsle mein Pokémon aus, mein Freund. Wir können mal ganz kurz schauen, wie das jetzt mit Amphi läuft. Hat er jetzt Blinklaue. Und das sind alle Teammitglieder eigentlich männlich? Sieht man hier gar nicht. Hätte ich achten drauf. Drauf achten sollen, die Idiot. Nee, egal. Aber wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge die Arena machen. Ja, jetzt schon. Ich glaube, dann für die nächsten beiden Arenen. Die nächsten beiden Arenen kommt sofort nacheinander. Aber bis überhaupt zu denen kommen, dauert das ein bisschen. Soweit ich weiß. Ist ja auch eigentlich gar nicht wichtig. Und dann Arena 7 und 8 dann auch noch ein bisschen. Also jetzt nur noch Arena 4 geht sehr schnell. 5 und 6 kommen direkt nacheinander, brauchst aber erstmal ein bisschen dorthin. Und bis 7 brauchst du lange und bis 8 brauchst du eigentlich auch relativ lang. So, und da bist du down und ich habe gerade gemerkt, dass man Amphi die Erfahrungspunkte bekommt. RIP. Du bist gemein. Ey, mich überhaupt nicht. Ich kenne die Gedanken meiner Schwester und die meiner Pokémon. Okay. Ich vergesse, dass ich auf dem Bike bin. Wir fühlen dasselbe wie unsere Pokémon. Okay. Ja, da wir kämpfen. Konnte man nichts machen. Pokémon können nicht agieren, wenn sie schlafen. Ich werde dir zeigen, wie furchterregend das ist. Apropos furchterregend, die nächste Shot hat ein bisschen damit zu tun, dass sie ein bisschen furchterregend ist. Oder zumindest die Arena. Statt selbst, wie man sieht, aber... Oh, Traumato. Jetzt verstehe ich. Now I understand! Ich habe echt Kackattacken und Obot. Ich hoffe, das kriege ich später noch besser hin. Durch die Level-Ups. So, und ich würde gerne, dass alle gleich gelevelt sind, damit sich alle gleichzeitig entwickeln. Denn alle drei haben eine Weiterentwicklung. Und ich mag Donnerschock mehr als Kopfus, deshalb versuche ich mich mit Donnerschock etwas zu reißen. Aber jetzt habe ich Aussetzer reinkriegen müssen, bekommen, deshalb muss ich Kopfus einsetzen. Den Aussetzer bewirkt, dass ich halt meine letzte Attacke nicht wiederholen darf, für eine Zeit lang. Da blockiert. Er hat mich blockiert! Arschloch! Bam! Entblock mich, Mann! Der Hate-Kombi war nur ein Spaß! Ich habe verloren. Wie betrüblich. Im Kampf stellt es eine gute Taktik dar, die gegnerischen Pokémon im Schlaf in Schlaf zu versetzen oder sie zu paralysieren. Na, das mag schon stimmen. Route 37. Ja, das kommt ein bisschen spät, ne? Aber da hätte man die runterspringen können. Ist ja auch egal jetzt. So, und da sind wir in Teak City. Du. Ich will im Tanztheater üben. Kommst du mit? Ui. Klar kann ich mitkommen, Baby. Und was soll ich dabei ziehen? Achso, ihr seid auch noch da. Oh, und der ist da. Wer bist du denn? Hi, ich bin Bill. Und wer bist du? Mike? Du bist gerade zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich bin soeben mit den Arbeiten an der Zeitkapsel fertig geworden. Du weißt doch, dass man Pokémon tauschen kann. Ja. Meine Zeitkapsel ermöglicht auch Tauschhandel mit der Vergangenheit. Aber du kannst nichts in die Vergangenheit senden, was damals nicht existierte. Aber will er damit sagen? Das ist ein bisschen schlecht übersetzt, glaube ich, aber es klingt jetzt so, als würde er sagen wollen, dass es damals Pichu nicht existierte zum Beispiel. Oder Lugia gab es damals nicht, vor 3 Jahren. Solltest du das versuchen, erleidet der PC in der Vergangenheit einen Absturz. Also musst du alles entfernen, was es in der Vergangenheit nicht gab. Einfach gesagt, du darfst keine neuen Attacken oder Pokémon mit der Zeitkapsel verschicken. Er hätte auch so einfach gleich sagen können. Keine Sorge, ich bin jetzt fertig. Schon morgen werden Zeitkapseln in allen Pokémon-Centern zur Verfügung stehen. Erst morgen? Ich muss zurück nach Dukatia City, um meine Freunde zu besuchen. Tschüss! Das ist ein bisschen seltsam, oder? Jens, der Arenaleiter, ist so cool. Und er bleibt auch immer drin. Auch seine Pokémon sind sehr stark. Okay.
See des Zorns. Das Erscheinen eines Garados-Schwarms. Das riecht nach Verschwörung. Was labert der Typ? Hat er irgendwie zu viel geraucht oder so? Sowohl der Tanz der Kimono-Girls, als auch die Art, wie sie ihre Pokémon einsetzen und ihre Hüften schwingen, ist wunderbar. Okay. Weiß nicht, ob ich mich hier wohlfühle in dieser Stadt. Und vor allem, wenn Jens der Arena-Leiter ist. Oh Gott. Aber Leute, ich würde sagen, wir gucken dann die Stadt in der nächsten Folge, können dann auch hoffentlich direkt die Arena hier vorne machen. Teak City Pokémon Arena. Der Leiter ist Jens. Oder Jens. Ich glaube eher Jens. Der mystische Seher der Zukunft. Oh yeah.